Versace. Nach diesem Hit unterschrieben Migos bei einem ganz bestimmten Label. Ein Label, dessen Soul-Hits so unterschiedliche Künstler wie Amy Winehouse und Coolio liebten und coverten. Motown Records. Mit mehr Nummer 1-Hits als Elvis, die Beatles, Adele und Eminem zusammen eroberte Motown die Welt und das Herz von Joy Denalani. Als die Sängerin den Soul of Motown kennenlernt, ist sie noch ein Kind. Lesen kann sie noch nicht, aber sie liebt diese Musik. Auf der einen Seite hat mein Vater ständig Platten eingekauft und auch aufgelegt. Und auf der anderen Seite war er sehr großzügig mit seiner Plattensammlung und hat seine Kinder dazu angehalten, sich die Platten anzuschauen oder aufzulegen. Jackson 5 fand ich super. Michael Jackson, aber auch Stevie Wonder hat mich sehr angesprochen. Gab auch ein paar Platten von den Supremes und das fand ich irgendwie witzig, die Anordnung der Frauen. Und dann habe ich diese Platten aufgelegt, also da waren doch einige dabei. Der erste Motown Nummer 1 Hit in den US-Popcharts wird 1961 auch in England gehört und 1963 gecovert. Mit ihren frühen Motown-Cover-Versionen begründen die Beatles eine Tradition. Sie sind bei weitem nicht die einzigen weißen Künstler, die Motown einen Hit verdanken. Besonders oft gecovert werden die Supremes um Diana Ross. In den 80ern läuft die Motown-Zweitverwertungsmaschine auf Hochtouren. Es ist wie bei König Midas. Wer Motown in die Hand nimmt, bekommt Gold. Der Sound of Motown wird eben überall verstanden und geliebt. Eine Musik internationale aus Detroit. Der Motown-Sound ist einfach ein ganz spezifischer Sound. Ich finde, der hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Er definiert sich für mich einfach durch die Art, wie es instrumentiert ist. Es gibt sozusagen natürlich die Interpreten, also die Vokalisten, aber es gibt auch den musikalischen Teppich. Und da gibt es einfach die Band, die Funk Brothers. Die Motown-Hausband Funk Brothers spielt die gesamten 60s über sämtliche Hits ein. Der Motown-Sound ist also nicht zuletzt Musikern wie dem genialen Bassisten James Jamerson zu verdanken. Jahre später half der Sound der Funk Brothers dann indirekt so manchem Rap-Hit auf die Sprünge. Die Inspiration aus Detroit wird mal mehr, mal weniger deutlich. Letztlich aber ein klassisches Win-Win. Schließlich sorgen Hip-Hop-Stars wie Jay-Z mit ihren Motown-Samples dafür, dass die Fackel immer weitergereicht wird. Nehmen wir Joy Denalani. Nach dem Durchbruch mit Freundeskreis wächst die Berlinerin zu einer mitreißenden Performerin und Soul-Sängerin heran. 4 Top-10-Alben hat Joy Denalani bislang veröffentlicht. Eine einmalige Erfolgsgeschichte, die Joy auch den Motown-Platten aus der Sammlung ihres Vaters verdankt. Motown steht für Empowerment, Gerechtigkeit, Liebe. Die erfolgreichste von Schwarzen geführte schwarze Firma der Welt setzte auch politisch ein Ausrufezeichen gegen Rassismus, gegen den Vietnamkrieg. Auch deshalb hat Motown nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine fantastische Gegenwart. In dieser übertragen aktuelle Motown-Künstlerinnen und Künstler wie Lil Yachty, Migos, Teflon Don, Drake featuring City Girls oder Erykah Badu den Motown-Spirit ins Hier und Jetzt. Das Beste, auch Joy Denalani veröffentlicht jetzt bei Motown. Am 4. September erscheint ihr Soul-Album Let Yourself Be Loved.
So schließt sich der Kreis. Diese Musik ist mein erster Lehrer gewesen, sozusagen. Das ist die Art und Weise von Musik, die mich sozusagen gelehrt hat zu singen. Aber es ist auch eine gewisse Natürlichkeit und eine Selbstverständlichkeit, die ich habe mit dieser Musik. Denn es ist das Einzige, was ich kann.